Einen guten Tag wünsche ich euch. Heute ist Tag 2 meiner Quarantäne. Ich habe gerade mit dem Gesundheitsamt in Plauen telefonieren können, weil ich ja Reiserückkehrer aus der Schweiz bin. Es ist so, dass meine Quarantäne festgelegt worden ist bis zum 18. und dass ich frühestens am Samstag, das ist der 13. mit einem negativen Testergebnis, die Quarantäne vorzeitig beenden kann. Ja, ich hatte mir das jetzt anders gewünscht. Ich wollte eigentlich in die Gartenhütte meiner Eltern ins obere Vogtland fahren und dort in Ruhe und in Stille da so für mich sein und im Wald unterwegs sein und so weiter. Aber das geht halt leider nicht. Also kann ich in Ruhe und Stille hier in dem Zimmer sein. Aber das ist halt so, ne? Hatte ich mir anders gewünscht, ist halt so. Aber manchmal ist es halt einfach so, dass man sich was wünscht und dann wird es halt einfach anders. Das ist bei mir und bei anderen Menschen ja auch so. Ich bin ja trotzdem in der privilegierten Situation, hier sein zu können, Dach über dem Kopf zu haben und gut versorgt zu sein. Außerdem habe ich das Exerzitienbuch. Trotzdem ist die Enttäuschung einfach gerade so bei mir. Ist halt so. Ja. Genau. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also wünsche ich euch einen schönen Tag und ja, Frust gehört manchmal dazu. Genau. Schönen Tag. Ciao, ciao.